Hallo und herzlich willkommen zu Hogwarts Legacy, endlich auch auf meinem Kanal hier. Ich würde sagen, wir gucken uns die Cutscene gleich kurz an und dann sage ich gleich noch ein paar Worte dazu. Dass wir nicht mehr Zeit mit Zaubern verbringen konnten. Sie haben unsere neuen Zauber sicher geübt. Jawohl, Professor. Tja, so schnell hat sich wohl noch niemand an einen Zauberstab aus zweiter Hand gewöhnt. Mit Ihrem eigenen werden Sie noch viel stärker sein. Danke, Professor Fee. Ich möchte Ihnen danken, dass Sie mir helfen, bevor das Schuljahr... Eleazar! George, schön, dass du trotz der eher kryptischen Beschreibung dieses Ortes hergefunden hast. Ich apparierte schon zu vageren Orten als diesem. Doch beim ersten Versuch habe ich mich wohl etwas verrechnet. Die Theaterbesucher am Westend dürften sich sehr erschrocken haben. Es ist so lange her, als deine Eule ankam. Also ich... Lieber nicht hier, Eleazar. Natürlich. Sprechen wir auf dem Weg nach Hogwarts. Uns erwarten ein Festmahl und eine Einführungsfeier. Grandiose Idee. Solange dein junger Schützling hier nichts dagegen hat. Überhaupt nichts, Sir. Nach Ihnen. Ewig her, dass ich im Schloss war. Wäre gut, den alten Steinhaufen wiederzusehen. Jetzt ist doch eine schöne Stelle, um mal kurz die Musik ein bisschen leiser zu drehen und ein paar Worte zu sagen. Ich habe Hogwarts Legacy natürlich gespielt, als es rauskam, mit einem Haus. Ich werde es mit einem anderen Haus jetzt spielen. Und ich würde sagen, wir gucken uns einfach mal hier die Cutscene an. Und danach sehen wir ein bisschen mehr. Ich werde die ganzen Cutscenes drin lassen. Ich hoffe, es gefällt euch so. Ich hoffe, ihr habt Spaß an Hogwarts Legacy, auch wenn es jetzt nicht mehr so neu ist. Aber wir können es ja einfach nochmal erleben. Wie gesagt, ich werde mir ein anderes Haus aussuchen. Und dann würde ich sagen, gehen wir erstmal rein in Hogwarts Legacy. Gut, dich noch vor der Schottlandreise zu sehen. Gerade so. Und wer ist deine Reisebegleitung? Ein Neuzugang. Neu? Ja, Sir. Ich fange in der 5. Klasse an. Außergewöhnlich. In der Tat. Dass jemand so spät in Hogwarts aufgenommen wurde, hat man hier noch nie erlebt. Ich auch nicht. Aber da die anderen 5-Klässler ihre magischen Fertigkeiten schon seit 4 Jahren trainieren, bat mich der Schulleiter, den Neuzugang vor Semesterbeginn etwas auf Trab zu bringen. Nun, Sie haben Glück mit Ihrem Mentor. Professor Fig ist sowohl ein ausgezeichneter Lehrer, als auch ein erstaunlich kluger und begabter Zauberer. Mr. Osric neigt zu Schmeicheleien. Wahrscheinlich ein Grund, warum er es im Ministerium so weit gebracht hat. Hast du das gesehen? Oh ja, es herrscht Uneinigkeit darüber, wie gefährlich Runrock wirklich ist. Ich muss das Ministerium noch überzeugen, aber ich glaube, er ist eine ernste Bedrohung. Und es war deine Frau, Eleazar, die mich vor Monaten auf ihn aufmerksam machte. Miriam? Wie denn? Vor ihrem Tod schrieb sie mir von Renrock, fragte sich, was das Ministerium über ihn wusste. Bevor ich antworten konnte, erhielt ich das. Es war das Letzte, was sie mir schickte, Eleazar. Es kam per Eule. Aber ohne Korrespondenz. Ich kann nur annehmen, dass sie es schnell losschicken musste, um es zu schützen. Vermutlich vor Renrock. Ich kann es nicht öffnen. Es wird durch wahrhaftig mächtige Magie geschützt. Das sieht wie Koboldmetall aus. Das Symbol. Was leuchtet da? Ich sehe kein Leuchten. Ich auch nicht. Bei Merlins Bart. Wie haben Sie... Halt! Wir wissen nicht was. Hey,
alles in Ordnung? Sie sind verletzt. Nur ein bisschen. Nehmen Sie. Dieser Mega-Power-Tank bringt Sie schnell wieder auf die Beine. Ja, dann trinken wir mal den Mega-Power-Trank. Ach, da geht's mir doch gleich viel besser. Was ist passiert? Armer George. Warum musste er? Was hatte das blöde Vieh denn? Eine Kutsche im Flug angreifen? Ein Drache würde niemals... Professor? Sir? Wo sind wir? Ich bin nicht sicher. Aber das war ein Portschlüssel. Portschlüssel? Ein verzauberter Gegenstand, der einen an einen bestimmten Ort bringt. Ich fühle mich besser, Sir, falls Sie sich umsehen möchten. Ja, aber bleiben Sie bei mir. Wir wissen nicht, wer ihn erschaffen hat. Oder warum. Ja, dann, mal los. Erstmal dem guten Professor hinterher. Der wird ja wohl hoffentlich auf uns aufpassen hier. Blendet ganz schön die Sonne. Aus so einer dunklen Höhle kommt. Wie weit hat uns dieser Portschlüssel nur gebracht? Weiter weg von London, als der Wagen fuhr. Wir sind irgendwo im schottischen Hochland. Sir, diese Ruinen. Glauben Sie... Der Portschlüssel sollte uns herführen? Das glaube ich. So haben wir beide uns den Tag sicher nicht vorgestellt. Ja, das konnten wir uns jetzt aber nicht aussuchen. Aus einem Grund geschickt. Und ich glaube, dass Sie und auch George bei der Suche nach dem, wohin er führen soll, sterben. Nun, wenn es Ihnen gut geht und Sie nichts dagegen haben, ich würde mich gern umsehen. Auf jeden Fall, Sir. Gut, lassen Sie uns hier nach einem Pfad suchen, wie verblasst er auch sein mag. Ja, dann mal Gas. Woher hatte Ihre Frau den Portschlüssel, der uns herbrachte? Eine gute Frage. Miriam hat jahrelang nach Beweisen für eine längst vergessene Form von alter Magie gesucht. Alte Magie? Ja, eine mächtige Magie, die nur wenige beherrschen. Sie scheint vergessen worden zu sein. Schloss Hogwarts wurde durch sie errichtet und ist ein Hauptamt dieser alten Magie. Ich weiß nicht, wie sie in den Besitz des Portschlüssels kam. Aber ich bin sicher, er hatte mit der Suche zu tun. Na, man kann zumindest nicht runterfallen. Da unten ist ein Pfad. Hier lang. Aber Sir, warum hat Ihre Frau nach Beweisen für verlorene Magie gesucht? Miriam wollte verstehen, warum so mächtige Magie aus der Welt der Zauberer verschwunden ist. Obwohl sie Gutes bewirken kann. Aber Magie ist nicht anders als jeder andere Macht. Was wirklich zählt, ist derjenige, der sie ausübt. Habe ich jetzt eigentlich schon Zauberstab? Ich glaube nicht, ne? Es ist hier nicht kalt genug. Anscheinend hat mir noch keiner stellt, also kann ich auch noch keinen Zauberstab haben. Jemand wollte den Pfad blockieren. Schauen wir uns ihr Können mit dem Zauberstab an. Fokus auf das Zentrum. Obwohl, ich habe einen geliehenen. Na, geht doch. Ist ja auch noch nicht meiner. Ich darf noch üben. Ja, dass ich es gespielt habe, ist tatsächlich schon eine Zeit her. Ich habe es ganz am Anfang gespielt. Und ich werde mir jetzt auch ein anderes Haus aussuchen. Ich verrate schon mal so viel, ich habe mir damals Gryffindor ausgesucht, als ich es das erste Mal gespielt habe. Ich habe es tatsächlich auch nicht ganz durchgespielt, muss ich zugeben.
Also im späteren Spielverlauf werden wir noch an Stellen kommen, die auch für mich neu sind. Ah, da oben. Zauberstab ist was Tolles. Bleiben Sie ruhig. Das sieht nach keinem guten Wetter aus. Und so schnell entsteht wieder eine Brücke. Ich weiß nicht, warum ich die ganzen Vasen kaputt mache. Einfach völlig skandal. Hat jemand hier gebaut? Ich schätze, um für sich zu sein. Der Bauschlüssel hat uns hierher geführt. Halten wir die Augen offen nach etwas, das nicht hergehört. Erkunden und hier ist doch schon irgendwas. Professor, es ist eine Art Wandbild. Vielleicht hellseherisch begabt. Interessant. Ja, gucken wir mal weiter, was wir noch so finden. Ah, hier kann auch irgendwas untersuchen. Die Statue! Vielleicht war dies ein Zuhause. Ja gut, wir haben ja den Hinweis, dass wir hinten irgendwo hin müssen. Dieser verzauberte Kristallstein wieder. Was könnte er bloß blockieren? Was ist das? Professor Fig? Komm, erklär mir, was das ist. Also, eigentlich weiß ich es, glaube ich, schon. Wie seltsam. Warum sollte jemand diesen Stein hierher beschworen haben? Und wie kann dahinter ein Raum sein? Welcher Raum? Ich sehe da nichts. Wieder dieses Leuchten, wie auf dem Portschlüsselbehälter. Was in Merlins Namen? Godrics Herz. Wo sind wir? Das glaube ich nicht. Ja. Gehen wir doch mal zu diesem Kobold hier, den wir aufwecken sollen. Stimmt, eine gute Idee, einen Kobold zu wecken. Leicht verwirrt, der gute Kerl, wa? Willkommen bei Gringotts Zaubererbank. Verlies 12, nehme ich an. Ganz genau. Schlüssel? Der Schlüssel Ihrer Frau. Oh, ja, natürlich. Hier entlang. Bleiben Sie bei mir.
können. Na, dann mal rein in das gute Gefährt. Ich glaube, eine Achterbahnfahrt ist nichts dagegen. Lassen Sie Ihre Hände im Wagen, wenn Sie sie behalten möchten. Ja, das wäre ganz toll. Wie viele Verliese gibt es in Gringotts? 100. Hui. Auf dem Weg zu Verlies Nummer 12 sind einige davon zu sehen. Im Moment sind wir direkt unter dem Hauptfoyer. Diese Verliese sind am neuesten. Sind private Eingänge in die Bank für Gringotts normal? Eine Seltenheit. Nur jemand mit viel Geld oder Macht oder beide könnte solch einen Dienst beanspruchen. Ich finde das grafisch übelst gut gemacht. Also, ja, ist ja kein Geheimnis. Aber selbst wenn man es schon mal erlebt hat, ist es trotzdem wieder genial. Sie sind mit dem Diebesfall vertraut, wie ich sehe. Hab ich gehört. Hier befinden sich die unteren Verliese. Wie tief geht es denn? Verlies Nummer 12 wurde kurz nach Gringotts Gründung vor 400 Jahren in Dienst gestellt. Es befindet sich im tiefsten Teil der Bank. Festhalten, ui. Ein gutes Stück liegt noch vor uns. Hier eine gute Sicht zu behalten, ist echt nicht so einfach. Verlies Nummer. Verlies 12. Ein großer Tag. Weiterfahren. Nicht so vertrauenserweckend aus. Die Kobolde sehen echt nicht nett aus. Aber die sollen ja auch nicht nett aussehen, die sollen ja auf unser Hub gut aufpassen. Professor, das Armband, das der Kobold trug, hat geleuchtet. Wie das Leuchten auf dem Blutschlüsselbehälter. Nein, dunkler. Es war auch auf dem Halsband des Drachen. Wie meinen? Wir haben uns über den Kobold da hinten gewundert. Er wacht über den ältesten Bereich der Bank. Kaum Besucher dort heutzutage. Ist ja bestimmt viel alleine. Da sind wir. Ja, dann mal hinterher. Wann wurde dieses Verlies zuletzt genutzt? Jahrhundertelang war ein Kobold an meinem Tisch stationiert. In all der Zeit war niemand je in Verlies 12. Bis zum heutigen Tag. Hier ist irgendwas. Verlies 12. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Ich mache erstmal diese Truhe auf. Und Kisten, alles auf. Naja, gehen wir mal rein. Was meinen Sie, wonach wir hier suchen sollen? Ich weiß nicht. Sir, vielleicht können Laut Sie... Laut den Anweisungen für Verlies 12 soll ich dem Besitzer des Schlüssels Zugriff gewähren und dann die Tür schließen. Halt! Erfolg. Ungünstig. Professor, das kam jetzt wirklich unerwartet. Ich muss denken. Hier muss doch irgendetwas sein. Revelio vielleicht. Revelio? Ja, ein Enthüllungszauber. Jetzt wäre er gut. Schauen wir mal, was wir übersehen. Zauberstab bereithalten. Erstmal lernen. So, haben wir. Revelio. Da war etwas. Etwas näher und probieren Sie es nochmal. Eine Tür. Ja. Ah, ein Anfang. Da ist das Symbol wieder. Ich schätze, Sie wissen nicht, wie man...
Ich weiß es, Professor. Das Symbol leuchtet genauso wie das auf dem Portschlüsselbehälter. Falls sich Ihnen ein Weg offenbart, wage ich zu behaupten, wir haben das Geheimnis des Verlies entdeckt. Gehen Sie vor. Eine andere Möglichkeit haben wir ja nicht, hier rauszukommen, ne? Lumos! Das ist kein normales Verlies. Wir müssen uns den Weg hier heraus verdienen. Was meinen Sie denn mit verdienen? Glauben Sie, das ist vielleicht eine Art Test? Genau. Aber den Zweck kenne ich nicht. Mir nach. Es gibt kein Disapparieren, wenn etwas schief geht. Nicht aus Gringotts. Ich habe nicht vor, hier alleine stehen zu bleiben. Es ist echt sehr dunkel. Da vorne ist etwas. Was ist es? Das Leuchten wieder. Diesmal auf dem Boden. Eine Spur. Lumos! Was ist passiert? Als ich zum Leuchten gegangen bin, schien es plötzlich, als würde der Boden sich unter mir drehen. Geht es Ihnen gut? Ja, Sir, alles gut. Sie haben den Boden anscheinend verändert. Die Statue. Welche Statue? Ich sehe eine Art Statue, aber nur als Spiegelbild auf dem Boden. Revelio. Ich denke, das haben Sie als Spiegelbild auf dem Boden gesehen. Das stimmt. Das Spiegelbild ist noch da, aber die Position der Statue passt nicht. Halt! Als Sie sich bewegt haben, hat das Spiegelbild sich zum Licht gedreht. Vielleicht hilft hier ja Lumos. Na dann. Gib mir Lumos. Lumos. Sehr gut. Das Spiegelbild dreht sich jetzt zu mir um. Es folgt wirklich dem Licht. Ja, das sieht gut aus. Das sieht nicht so gut aus. Natürlich, die Zaubersprüche kann ich natürlich schon. Lumos. Das ist da. Wohin soll ich nur gehen?
Ich hab gedacht, das ist ein Spilett oder so. Die Spuren der Magie scheinen mich irgendwo hinzuführen. Warte mal, hinterher. Ah, dorthin führen sie mich. Das Leuchten wieder. Ja, dann Lumos. Revelio. Revelio, ich bin genau, auf mich Revelio. Allein gestellt. Lumos. Aber Kisten nehme ich mal mit, die ich sehe. Revelio. Protego! Nee, sowas. Ich muss die Statuen vor ihre Spiegelbilder schieben. Alle gleichzeitig wahrscheinlich. Ja, da muss ich ungefähr hier hin, würde ich sagen. Ich habe wohl keine Wahl. Ich werde mir meinen Weg herauskämpfen müssen. War ja gar nicht so schwer. Okay. Das war noch nicht die einzige. Ab zum nächsten. Autsch. Immer neue. Komm mir doch nicht so nah. Da wird es ganz schön eng hier. Hä, was? Was soll ich anwenden? Ah, ich muss irgendwas... Ja, ich hab doch ganz so... Aber wenn ich Y gedrückt hätte... Ich
habe auf Y nichts liegen. Ja, dann nochmal. Fängt ja schon gut an. Ich hab doch da gar nichts liegen. Ja, während ich, nachdem ich den Angriff abgewehrt habe. Achso, jetzt. Also ihr seht, ich hab keine Ahnung mehr. Zu lange her, dass ich noch irgendwas wissen könnte. Ja, aber. Was, das ist jetzt schon wieder nicht. Da liegt Lumos. Hä? Ja, ich mach doch aber den Konter. Ah, jetzt. Also nicht einfach nur einmal kurz drücken, sondern gedrückt halten. Okay, ein Tritt steht auch gedrückt halten. Ja, okay. Na komm, greif mich an. Jetzt habe ich den Dreh raus. Lumos. Jetzt habe ich Lumos. Ich habe gerade gesagt, ich habe den Dreh raus, ne? Ja, ich weiß doch, dass ich das machen muss. Protego. Komm, greif mich wieder an. So, jetzt darf ich alle Statuen statt zerstören und dann kommen wir weiter. Gerade gelernt und schon wieder vergessen, ne? Zack. Da haben wir's. Lumos. Da haben wir's geschafft. Ja. Die Spuren zeigen uns ja schon den Weg. Kommen wir jetzt wieder zum Professor. Ich bin doch noch ein Schüler, ich kann doch nicht alleine hier. So, und jetzt? Ich würde mal sagen, ich muss hier durch. Sie da hier. Ist er ja. Wir haben sie. Wo sind wir hier? Ich weiß es nicht. Aber ich habe das hier gefunden, schwebend über dem Becken. Es ist mehr als das. Ein Denkarium, um Erinnerung zu sehen. Mal sehen. Bereit. Und der Portschlüssel? Ist gut versteckt. Ich frage mich, ob der von uns erschaffene Pfad unmöglich nachzuverfolgen ist.
Es ist nur möglich für jemanden, der die Spuren alter Magie sieht, so wie ich. Ihre Fähigkeit zu sehen, was andere nicht können, wird nicht ausreichen. Wir vertrauen der Person, die sich auf die Reise wagt, mächtige Geheimnisse an. Wissen, das andere unbedingt besitzen wollen. Ja, und wenn wir recht haben, Charles, dann ist die Hexe oder der Zauberer durch Abschluss der Prüfungen würdig, das Wissen und die dazugehörige Verantwortung zu erhalten. Wir haben alles getan. So, so, ich habe also besondere Magie. Also, das Leuchten, das sie umgibt. Ja, Sir. Erstaunlich. Sehe ich etwa Magie? Spuren alter Magie, genau genommen. Die Magie, die Miriam immer für möglich gehalten hat. Aber nee. Miriam und vielleicht George starben auf der Suche nach jahrhundertelang vergessenem Wissen. Und sie, scheint mir, sind der Schlüssel zu all dem. Wir... Das sieht aber ganz anders aus als gerade eben noch. Da kommt jemand. Wer war das? Ich weiß nicht. Aber Sir, Sie sollten nicht hier sein. Wusste ich's doch. Ranrock. Mein Ruf scheint mir vorauszueilen. Ich dachte schon, niemand schaut je in Rackhams Verlies vorbei. Und warum sind Sie hier? Nicht doch. Gib mir einfach, was ihr gefunden habt. Dann lassen wir die Vergangenheit ruhen. Bestimmt nicht. Sir, Sie hatten den Verliesschlüssel. Sag jetzt nichts Unüberlegtes. Das soll nur heißen, dass die Anweisungen für Verlies 12 deutlich waren. Sir, es tut mir leid. Nur die Person mit dem Schlüssel hat Zutritt und Sie haben keinen. Ich habe keine Geduld für Verräter. Nun, wo waren wir? Dass wir dir nichts geben. Gar nichts. Tja, vielleicht ist ja der junge Mann hier hilfsbereiter. Bestimmt nicht. Scheint ja schon mal ein bisschen auf unserer Seite zu sein, dieser Ritter. Ja, es könnte vielleicht intelligenter sein, einfach zu gehen. Meine Magie scheint ihn gar nichts anzuhaben. Wo sind wir? Unmöglich. Die Leute hinter dem Denkarium, dem Medaillon und dem Zugang dazu wollten jemanden mit ihren Kräften hierher locken. Los, die Einführungsfeier wartet auf uns. Na dann mal los. Feiern, da habe ich jetzt nach den Erlebnissen keine Lust zu. Das Freundliches.
noch gerade erst angekommen. Gleich hier voll in die Action rein. Ja, das ist doch aber auch ein wunderbares Ende für die erste Folge. Und ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und damit sage ich tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!